Um Punkt 11 Uhr waren gestern in vielen Städten und Gemeinden der Region Neckaralb Sirenen zu hören. Anlass war der bundesweite Warntag. Sirenen, Warn-Apps sowie TV- und Radioübertragungen wurden getestet, damit im Ernstfall alles funktioniert. Außerdem soll durch den Warntag die Bevölkerung mit den verschiedenen Warnmitteln vertraut gemacht werden. Laut der Stadt Reutlingen haben alle 4 Sirenen im Stadtgebiet planmäßig ausgelöst und waren auch laut und deutlich zu hören. Die Endwarnung eine Dreiviertelstunde später habe ebenfalls problemlos geklappt. Auch in Tübingen lösten alle 3 Hochwassersirenen um 11 Uhr aus. 20 Minuten später erfolgte an 2 Sirenen die Entwarnung, an der 3. Sirene in Bühl sei aus technischen Gründen keine Entwarnung möglich.